Am 8. Juli 2018 Besuch der Altstadt Düsseldorf mit dem Frankreichtag an der Rheinpromenade. Der Blasenmacher. Das war ein Gaudi für die Kinder. Der hat hier stundenlang für die Kinder die Seifenblasen geschlagen. Die Kirmes auf den Rheinwiesen ist schon fast vollständig fertig. Am Freitag wird die Kirmes eröffnet und da findet auch das große Schützenfest statt. Ein Wahrzeichen von Düsseldorf, die Ratschläger. Hier an der Rheinpromenade zeigen die Schüler, wer der beste Ratschläger in Düsseldorf ist. Ein toller Wettbewerb und für die Zuschauer ein interessantes Spektakel.
Auch hat wieder eine Aldi-Rallye stattgefunden. Leider zu diesem Zeitpunkt waren kaum noch Aldi-Fahrzeuge auf dem Platz. Wie gesagt, der Seifenblasenmacher, der hat stundenlang hier agiert, damit die Kinder ihren Spaß haben. Der Besuch des Urigen ist sozusagen eine Pflicht jeden Altstadtbesucher.